Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Reihe der EOS Quick Tipps zum Thema Filmen mit der EOS. In dieser Reihe möchten wir von diesen Quick Tipps möchten wir euch das Filmen mit eurer EOS Kamera etwas näher bringen, euch auch dazu ermutigen, mal in die Videoeinstellung reinzugehen, Videos zu machen, denn die Kameras haben hervorragende Videofunktionen. Als allererstes, ihr habt je nach Kamera unterschiedliche Funktionsmöglichkeiten und Modelle. Daher ist das immer auf jede einzelne Kamera ein bisschen anders anzuwenden. Ich versuche das Ganze so allgemein wie möglich zu halten. Als erstes habt ihr vielleicht an eurer Kamera einen roten Aufnahmeknopf schon entdeckt. Generell ist es bei den Canon-Kameras immer so, wenn ihr im Fotomodus seid, könnt ihr eigentlich jederzeit diesen Knopf drücken. Also wenn ihr gerade Fotos macht und dann sagt, ah, jetzt möchte ich ein Video machen, drückt den roten Knopf und die Videoaufnahme startet. Je nach Modell kann es da aber Unterschiede geben, inwiefern die Videoaufnahme gestartet wird, welche Einstellungen dort hinterlegt sind und wie die Belichtung ist. Zum Beispiel ist es bei den meisten Modellen so, dass die Automatik dann übernimmt. Das heißt, die Videoautomatik filmt und ihr müsst euch eigentlich gar keine weiteren Gedanken machen. Generell kann man sagen, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, um in den Videomodus zu wechseln. Eine davon haben wir hier bei der EOS R5 oder zum Beispiel auch bei der EOS R. Ihr habt eine Mode-Taste, die hier oben zu finden ist, und hinten über die Info-Taste könnt ihr dann von dem Foto in den Videomodus wechseln. Eine weitere Möglichkeit wäre über den Mode-Dial, wie zum Beispiel bei der EOS R6 oder vielen anderen Modellen, wo ihr auch eure Programmautomatiken auswählen könnt, kennt ihr vielleicht schon das Videosymbol. Das heißt, dort dreht ihr das Rad auf das Videosymbol und seid dann im Videomodus. Eine weitere Möglichkeit ist es bei manchen Modellen, dass ihr einen Switch habt von Foto auf Videomodus, wie zum Beispiel bei der 5D Mark IV oder bei der 1D. Und was ihr alles in den Videoeinstellungen einstellen müsst, könnt, das seht ihr in den weiteren Quick-Tipps. Ciao!